Die Mountainbiker sind sehr grundverschieden und in allen Sparten und Szenen und auch Schichten vorhanden. Es geht von bis, von Alter bis über Austragungsweise. Und das ist sehr schwer, dass man die zusammenbekommt. Der Biker ist ein Individualsportler und der braucht diese Strukturen, Vereine, Person so nicht mehr. Und das macht es ein bisschen schwer zu greifen. Darum ist es wichtig, dass wir die Biker intern strukturieren, ein Netzwerk aufbauen, eine Plattform erstellen, wo sie sich austauschen können, ihre Wünsche und Vorstellungen definieren und somit gebündelt nach außen tragen können. Somit sind sie greifbar für die Entscheidungsträger und bekommen eine Stimme und können so beim Mitreden, wenn es darum geht, die Region zu entwickeln.